Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ein nächstes Video, gleich hier auch im Wald hinten ran. Heute soll es darum gehen, warum ich eigentlich einen Türken geheiratet habe, wo ich doch in einem letzten Video, schaut euch das gerne mal an, erzählt habe, was man denn beachten sollte, wenn man mit so lange oder wenn man überhaupt mit einem Türken oder Türkin sich verlobt, eine Beziehung eingeht oder heiratet. Ich würde euch gern darüber berichten, wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video und dann fangen wir doch gleich mal an. Einen Türken zu heiraten ist einfach, ob es eine Türkin oder ein Türk ist, sie sind in der Art ziemlich ähnlich gelagert und gepolt, ist einfach ein Erlebnis. Ja, es ist nie langweilig, es ist einfach nur aufregend, schön und sehr, sehr erfüllend. Ich glaube, das kann man gar nicht anders sagen, weil die Türken das so in sich haben, einen in ihren Bann zu ziehen. Sie sind einfach so lebenslustig, sie sind lebensbejahend, sie sind so positiv und sie gehen auch mit ihrem ganzen Gefühlsleben und mit ihrer ganzen Energie auf einen Menschen zu. Das kann natürlich auch in die andere Richtung gehen, ne, wenn sie einen nicht mögen. Aber erst einmal sind sie sehr, sehr intensiv in ihrem Leben. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Sie sind einfach, sie leben ihr Leben mit jeder Faser ihres Herzens und ihrer Gefühle. Und das Tolle ist ja auch, dass sie ihre Gefühle und ihr Herz auf der Zunge tragen. Also sie lassen dir sehr schnell, sie lassen dich sehr schnell wissen, ob sie dich mögen oder nicht. Und lassen dich aber auch sehr, sehr intensiv daran teilhaben, wenn sie dich mögen und wenn sie dich lieben. Und dann wirst du auf Händen getragen. Es wird alles für dich getan. Also du fühlst dich wirklich als Partner oder Partnerin mit einem Türken oder mit einer Türkin voll eingenommen. Ja, du wirst voll in Beschlag genommen und das ist einfach angenehm, weil das ist, glaube ich, etwas, was Deutsche in ihren Beziehungen anders machen. Also ich glaube, dass sie sehr rücksichtsvoll, sehr vorsichtig und sehr labil die ganze Sache angehen. Und das ist immer etwas, was nicht so anziehend ist. Also so für mich finde ich das. Also ich finde, ein türkischer Mensch ist einfach so mit seinen Gefühlen, die er auf der Zunge trägt, auf der Hand trägt, auf dem Herzen trägt, dass man einfach gar nicht anders kann, als sie zu lieben. Und klar, wenn man sich streitet, dann hat man den ganzen Gefühlswulst natürlich in die andere Richtung gelagert. Und deswegen muss man das natürlich wissen. Ja, was einmal positiv war und was so toll und liebevoll und nett war, kann auch ganz schnell ganz böse und ganz giftig werden. Aber wenn man sie zu nehmen weiß, dann ist das einfach nur schön. Und das Schöne ist auch, wenn du dich mit einem Türken gestritten hast, dann ist das Vertragen noch viel schöner, weil natürlich auch der Mensch das nicht möchte. Der Türke möchte sich ja auch nicht streiten. Der findet das ja auch furchtbar, wenn die Beziehung nicht so läuft, wie er sich das gerne vorstellt. Und ist auch umso glücklicher und umso intensiver dann im Versöhnungsprozess. Und das ist, glaube ich, das, was mich angezogen hat. Ich bin jetzt auch nicht in die Welt gegangen und habe gedacht, nee, ich möchte jetzt einen Türken, sondern die waren ja bei uns sowieso rar gesät. Das war einfach Zufall. Ich glaube sowieso, dass also alles so ein bisschen auch in eine Richtung schon, wie dieser Weg so, in eine Richtung schon gezeichnet wurde. Klar, man kann den Weg auch in die eine oder andere Richtung lenken, aber ich glaube, dass so der Gros des Weges, mit wem man sich, mit wem man sein Leben teilt, mit wem man zusammen ist und mit wem man auch zusammenbleiben möchte, schon so ein bisschen von oben gelenkt wird. Also da kann ja jeder seinen eigenen Weg glauben, aber das ist so meine Ansicht vom Leben. Ich glaube, dass wir alle schon vom Schicksal, vom lieben Gott, von wem auch immer, unseren Weg so ein bisschen vorgezeichnet bekommen haben. Aber trotzdem war das nicht mein Wille und auch gar nicht meine Absicht und auch nicht einfach. Das möchte ich jetzt auch mal dazu sagen. Ich habe schließlich meine ganze Familie dafür geopfert, um einen türkischen Mann zu heiraten. Und ich glaube, das heißt schon was. Aber was war es genau? Was ist der Punkt? Warum? Ich glaube einfach, die Lebenslust, die Türken haben, dieser Spaß am Leben, die Überzeugung vom Glücklichsein einfach schon
per se, also alles nicht so in Frage zu stellen, einfach in den Tag reinzuleben, auch ein bisschen unzuverlässig und ein bisschen mit Chaos, aber das ist ja auch anziehend. Also alles Negative, was ich so ein bisschen in meinem Video letztes Mal über die Ehe mit einem Türken gesagt habe, kannst du auch genauso gut ins Positive umwenden und kannst du auch genauso gut für dich als richtig toll und anziehend abwandeln. Und ich glaube, das ist der Pfeffer so und der springende Punkt, warum ich einen Türken geheiratet habe. Letztendlich war das natürlich, wie gesagt, Zufall. Ich habe nicht danach gesucht, zumal es ja, wie gesagt, bei uns auch gar nicht, ich hatte ja gar keine Kontakte und wusste ja gar nicht, aber auch wahrscheinlich so ein bisschen die Frucht des Verbotenen. Ich glaube, das kann man auch schon mal so ein bisschen mit so nennen, weil das hat ja noch nie so jemand gemacht in meinem Bekanntenkreis, geschweige denn in meinem Verwandtenkreis. Da wurde alles nur innerdeutsch sozusagen abgehandelt. Und dass ich jetzt mit einem Türken zusammen bin, das ist einfach etwas gewesen, da bin ich total aus dem Rahmen gefallen. Und wahrscheinlich ist es auch so das Interessante, ja, auch die Denke, dass man irgendwann vielleicht mal in der Türkei lebt, im Ausland lebt, dass man auswandert, dass man an einer anderen Kultur lebt, dass man mit der Familie des Mannes zusammenlebt. Das war ja alles so exotisch, wisst ihr? Das war ja alles so von einer Art Unbekanntheit noch behaftet, weil man das ja noch gar nicht so richtig kannte damals vor so vielen Jahren. Und das alles zusammengenommen hat, glaube ich, den Mix ausgemacht, warum ich dann letztendlich gesagt habe, ja, das ist mein Mann fürs Leben. War keine leichte Entscheidung. Wir hatten viele Widrigkeiten und viele Hindernisse zu überwinden, auch wir beide. Ja, es war alles nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Wir haben viele Schwierigkeiten gehabt, gerade am Anfang. Und mir ist es ganz bestimmt nicht leicht gefallen. Aber ich war auch damals schon hier auf den Kopf gefallen und ich habe damals schon gesunden Menschenverstand gehabt, habe aber auch damals schon die Gabe gehabt, mich anzupassen. Bin immer schon ein Mensch gewesen, der sich anpassen kann, wenn es mir dann gefällt. Wenn nicht, dann weiß ich auch sehr genau, wie ich den anderen Menschen dazu bringe, sich mir anzupassen. Und ich denke, dass das auch die Grundlage dafür war, dass wir überhaupt zusammenleben können. Weil man kann sich nicht verbiegen und sich immer unterbuttern lassen. Aber man kann Kompromisse finden. Und wenn du keine Kompromisse finden kannst in deiner Beziehung, dann musst du nachgeben können, wenn die Beziehung nicht scheitern soll. Und wenn du nachgeben willst, dann darfst du aber auch dich nicht so weit verbiegen, dass du deine Persönlichkeit untergräbst und dass du nicht mehr du selbst bist, weil wenn man das macht, dann ist das auch zum Scheitern verurteilt. Das kann der Mensch gar nicht. Der Mensch ist so, wie er ist. Er kann sich ein bisschen verändern und das müssen aber beide machen, weil sonst kannst du diesen Weg da nicht zusammen beschreiten. Und das haben wir gemacht. Ich wahrscheinlich sehr viel mehr, würde ich mal sagen, aber das ist okay. Und ich möchte auch dazu sagen, dass es auch im Laufe unserer Ehe viele Schwierigkeiten gab. Aber dazu kann man mal vielleicht noch mal ein anderes Video machen. Heute wollte ich einfach nur mal ganz kurz herauskristallisieren, warum ich einen Türken geheiratet habe. Einen besonderen Punkt gibt es nicht. Die sind einfach anziehend, Türken, finde ich. Klar, viele sagen, nee, finde ich gar nicht. Aber für mich ist das sehr, sehr anziehend gewesen und vor allen Dingen auch exklusiv, ja, weil es so unbekannt war und gar nicht in meinem Bekanntenkreis überhaupt nicht, also wirklich gar nicht gemacht wurde. Und ja, da war ich wohl die Erste und dann auch die Letzte, weil ich habe ja, wie ihr wisst, seitdem keinen Kontakt mehr mit meiner Familie. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.